Herzlich willkommen zurück zu Skyrim in der Ah, zersplitterten hallo. Was kann Lasche. Saphir für euch tun? Nichts. Wir müssen mit Mercer Frey reden und ja. Hallo. Hat Gulum Ei Informationen über unseren Käufer rausgerückt? Er hat gesagt, Goldenglanz sei von einer gewissen Kalia gekauft worden. Nein, das kann nicht sein. Diesen Namen habe ich seit Jahrzehnten nicht gehört. Jahrzehnte. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich hätte gehofft, dass sie mir nie wieder über den Weg läuft. Gulum Ei hat mir auch gesagt, dass sie eine Mörderin ist. Kalia hat alles zerstört, wofür diese Gilde stand. Sie hat meinen Vorgänger kaltblütig ermordet und die Gilde verraten. Anschließend haben wir monatelang versucht, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Aber sie ist einfach verschwunden. Warum ist sie zurückgekommen? Kalia und ich waren wie Partner. Ich habe sie bei jedem Einbruch begleitet. Wir haben aufeinander aufgepasst. Ich kenne ihre Techniken, ihre Fähigkeiten. Wenn sie mich tötet, gibt es niemanden mehr, der auch nur die Chance hätte, sie zu fangen. Wenn wir doch nur wüssten, wo sie ist. Gulum Ei sagte mir, sie hätte zum Anfang des Endes gesagt. Das kann nur ein Ort sein. Der Ort, an dem sie Gallus ermordet hat. Eine Ruine namens Schneeschleierzuflucht. Wir müssen dorthin gehen, bevor sie wieder verschwindet. Wir? Ja, ich begleite euch. Und gemeinsam werden wir sie töten. Gerade hat er noch gesagt, hier wenn ist er eure nicht mehr da Bezahlung ist, für Einsamkeit. Kann niemand sie fangen. Bereitet euch vor und trefft mich so bald wie möglich bei den Ruinen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie uns entwischt. Alles auseinanderzufallen scheint? Wenn, dann sagt er mir jedenfalls nichts davon. Ich habe ihn gefragt, aber das Einzige, und was ich halte dich zu mit hören bekomme, über den Tausch sind einer Rüstung. Was ist mit. Ich guck mal gerade, was. Wie sieht meine Rüstung überhaupt jetzt gerade aus? 15%, 10% bessere Preise, Tragfähigkeit um 20, Folgestunde eines Taschendiebstahls wird um 15% verbessert. Habt ihr ihn gefragt? Gut. Wir müssen sowieso zu Delvin. Wir haben ja noch was für den. Vielleicht gehen wir da zuerst hin. Vielleicht können wir ja die Bella-Statue auch bei dem verticken. Ups. Vielleicht sucht er auch diese Schönheit. Schon seit ewig. Nehmt euch einen Stuhl. Habt ihr Probleme? Worum geht's? Sei ruhig. Ich habe diese Karte bei der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft gefunden. Seid ihr interessiert? Oh ja. Nach Nach dieser diesem kleinen Schönheit Schätzchen habe habe ich ich gesucht. gesucht. Ja, Wenn ihr wieder natürlich. einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Ja. Dies dürfte euch für euren Fund entschädigen. 400, ja. Macht Okay. und Stolz. Alles klar. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schütze. Nun, Was? ihr scheint euch hier unten Ihr gut seht echt nach einzufügen. viel aus. Ich kann euch erlauben, ein Stück eurer Gildenrüstung einzutauschen. Welches soll es sein? Ist daran irgendetwas anders? Ja, warum sollte ich es sonst eintauschen? Natürlich. Sonst wäre es ja keine großartige Belohnung, oder? Das neue Teil verbessert eure Fähigkeit mehr als das Original. Vertraut mir. Die guckt. Ich habe vergessen. Kapuze ist mehr für. Das war Taschendiebstahl? Nee. Oh, was war nochmal Taschendiebstahl? Das hier? Schleiche? Oh, ich glaube das. Seid ihr sicher? Nachdem ich es ausgetauscht habe, nehme ich es nicht mehr zurück. Außer natürlich, ihr wollt es zu einem Sonderpreis verkaufen. Ja, ich bin mir sicher. Bin ich eigentlich nicht, aber In gut. Ordnung. Hier, bitte. Liebesgildenhandschuhe entfernt, Liebesgildenhandschuhe hinzugefügt. So. Schloss knacken. Das wäre Taschendiebstahl gewesen. Ach, Mist. Schloss knacken kann ich.
brauche ich dich nicht für. Langweilt ihr euch? Würdet ihr etwas für mich erledigen? Hey, was glaubt ihr denn, wo ihr hingeht? Wir haben zu tun. Ja, erstmal mache ich die. Nee, erstmal wollte ich nochmal zu Tornelia. Tornelia, wo ist sie? Nehmt euch einen Freunde Stuhl wie ihr sind schwer. Und ein Getränk. Ja, Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. Zeigt mal, was ihr habt. Ich will da meine gestohlenen Sachen, wenn, verkaufen. Den Rest kann ich immer noch woanders verkaufen. Habe ich nichts noch irgendwie? Goldener Diamantring. Komm hier. Goldener Ring. Ne, den verzauber ich vorher. Ja, ich bin da von einem Vampir angegriffen worden. So ein Dreck. Als ich in Weißdorf angekommen bin. Bitteschön. Komm hier, nimm das jetzt. Ich will das nicht mit mir schleppen. Dietrich? Die Bella-Statue. Ich hätte gedacht, dass... der die nimmt. Gut. Also, was kann ich heute für euch tun? Hier, danke. Nothing. So. Ich guck mal gerade, wo war das denn? Nebel... wird mir gar nicht angezeigt. Warum? Nee. Da oben. Gut. Ich würde sagen, da reise ich eben hin. Und ja. Dann wir sehen uns dann gleich wieder. So, so. Wir sind kurz vor der Nebelschleierhöhle. Und ja, da steht Mercer Frey. Hello. Gut, dass ihr endlich kommt. Ja. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Carlia noch da drinnen ist. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Um das Pferd, ja. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die Führung übernehme? Ja, vorhin noch hat er noch großartig hier erzählt, er wäre der Einzige, der sie aufhalten könnte. Oh, entschuldigt. Ich hatte gedacht, dass ich ihr das Sagen hätte. Ihr geht vor, ich folge euch. Soweit verstanden. Verstanden. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Carlia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Ist Mord nicht eigentlich das Spezialgebiet der Dunklen Bruderschaft? Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der Dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Mhm. Wie ist Gallus gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Carlia hat es ganz alleine mit euch beiden aufgenommen. Carlia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Und Gallus? Das letzte, was ich sah, war Carlia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ.
Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch meinen Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Was ist passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus' frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Ratenweg versank in einem Blutbad. Ups. Und ihr habt dazugehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und was ist mit Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Ja gut, wir haben erstmal genug geredet. Haltet eure Waffe bereit. Kalia weiß sicher, dass wir hier sind. Ich denke mal, dass du hier bleiben musst. Da kannst du mit reinkommen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal. Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was wollt ihr? Hier rein? Nee, wo war das jetzt? Na gut, dann mal los. Ich will ihren Kopf auf meinen Kaminsims. Wenn Lydia hier rein kann, dann... Ja, wie soll ich denn vorgehen, wenn ich gar keinen Schlüssel habe, du Vollidiot? Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Mhm. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Das sollte reichen. Nach euch. Was? Jetzt. Mhm. Da können wir hier nicht weiter folgen. Okay, wissen wir Bescheid. Was ist das denn? Nordranken. Ah, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Wir nehmen besser unseren. Hab ich schon. Streitkolben habe ich ja schon. Wir räumen erstmal alles aus hier. Ja, toll. Es geht also los. Geht mir aus dem Weg. Was hast du da für eine Waffe? Mhm. Sehr intelligent. Kann ich den
Ihr seid ziemlich neugierig für jemanden, der behauptet, ein Dieb zu sein. Oder ist das hier aufgegangen? Keine Ahnung. Zieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Mhm. Wieso soll ich das machen? Mach es doch selber, ey. Vollidiot. Du wärst fast drin gewesen, Idiot. Oh. Drauge, ich hasse sie. Boah, immer wenn ich versuche, richtig zu treffen. Wer ist da? Habe ich ihn getroffen? Jetzt rennt er weg. Rennt in jede Falle rein. Ihr seid ein Niemand. Ups. Tut mir leid. Toll. Ist adept. Bitte. Danke. Das war kein Kampf, das war... da ist doch was in der Nähe. Euer Leben gehört mir. Ich habe sie wohl verscheucht. Ich habe vergessen, mir, wie heißt es, Zaubertränke zu holen. Das wollte ich eigentlich machen, bevor ich hier hinkomme. Aber gut. Ich höre jemanden laufen. Es geht also los. Oh. Euer letztes Stündchen auf der Schlagen. Drecksack, lass mich. Wer ist da? Und ja. So endet die Lektion. Genau, so endet die Lektion. So wird das hier bei mir gemacht. Aber ich muss mir langsam meine Hütte besorgen. Wo gehen wir hin? Aha. Flöte. Kannst behalten. Hast du Angst? Was habe ich denn da? Was packe ich denn da immer ein? Ich verstehe das nicht. Mist. Da ist doch was in der Nähe. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Der hat da einen Eiszapfen im Gesicht, würde ich mal so behaupten. Mehr habt ihr nicht drauf. Oh oh. Ah, perfekt. Gut gemacht. Nee, nicht wegpacken. Ich glaube, wir müssen da hoch. Da liegen noch ein paar von denen. Überall liegen welche von denen. Ui, die haben schöne Bögen. Knochenmehl. Nee, Salz. Wieso liegt denn hier Salz? Wäre das eine Falle gewesen? Kalia war schon immer ein geschicktes kleines Luder.
Es muss ein Kinderspiel für sie gewesen sein, an diesen Draugr vorbeizuschleichen. Okay. Die Tür da vorn. Perfekt für einen Hinterhalt geeignet. Seid bereit. Toll. Mhm. Das hat mir jetzt gut gefallen. Euer Ende ist nahe. Oh. Ups. Kommt er hier durch die Tür? Tatsache. Nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ich habe Angst, ich habe Angst. Nein, da kommt ja hier. Ist ja ätzend. Nein. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Uah. Ich wusste es. Gott, nee, ehrlich. Ach, gib mir das Wort jetzt endlich. Gott. So, können wir jetzt mal endlich mal... Was? Wieso? Ach so, der hat die bestimmt gehabt. Oder? Achso, der hat ja noch das. Ne, den hast du gar nicht. Nicht die hier irgendwo? Ohne die passende goldene Klaue sind sie normalerweise unmöglich zu öffnen. Aber? Und da ich mir sicher bin, dass Kalia die schon beseitigt hat, sind wir auf uns allein gestellt. Zum Glück haben diese Türen eine Schwäche, die man nur kennen muss. Eigentlich ganz einfach. Das sagt er jedes Mal. Kalia ist ganz in der Nähe, da bin ich mir sicher. Wir sollten weitergehen. Wieso hat er jetzt hier... Oh. So ein Dreck. Hallo? Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, Gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Ich bin nicht dumm, Mercer. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Ich kann sie sehen. Wie?
Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Hey, lass es. Lass es. Wach dich vor. Ich hasse diesen Typ. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Moment, ihr habt mich angeschossen. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Da kommt Lydia. Warum habt ihr mich gerettet? Ja. Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen. Und damit euren Tod verhindert. Wieso das denn? Vielleicht hätte der mich ja gar nicht töten können. Dann stehe ich in eurer Schuld. Nee. Warum sollte ich euch glauben? Wenn ich euch das Gegenmittel nicht verabreicht hätte, wärt ihr so starr und steif wie eine Statue. Und anstatt euch wehrlos liegen zu lassen, habe ich eure Wunden versorgt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Es reichte nur für einen einzigen Schuss. Und den habe ich für euch benutzt. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Eine Ehre, oder? Weshalb wollt ihr Mercer lebend? Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Wie wollt ihr es jetzt beweisen? Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Und was steht da? Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht könnte man es übersetzen lassen. Entier, Gallus Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Ach, dann sehen wir auch mal Winterfeste. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Da ist dieses Wort schon wieder, Nachtigall. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Alles klar. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Okay. Denkt dran, sprecht nur mit Entier. Vertraut niemand anderem. Okay. Gut, dass ich mein Haus nicht in Rifton jetzt habe. Es tut mir leid wegen deinem Pferd. Also das war ich nicht. Das war dieser Idiot. So, und ich würde sagen, Lydia und ich müssen mal kurz eine Pause machen. Ich muss dir mal ein bisschen was erzählen. Und dann sehen wir uns in Winterweste in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.